Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In den Palästinensergebieten wächst der Widerstand gegen Entscheidungen der Autonomiebehörde. Wie schon gestern gingen auch heute hunderte Menschen auf die Straße, diesmal in Hebron. Sie kritisierten die Entlassung des Sicherheitschefs im Westjordanland Rajoub. Im Zuge der Reform trat jetzt auch ein neues Grundgesetz für die Autonomiegebiete in Kraft. Am Donnerstag hatte Palästinenserpräsident Arafat 3 Sicherheitschefs ihrer Ämter enthoben, unter ihnen Rajoub. Zahlreiche Mitglieder der Polizeitruppe hatten gedroht, dem von Arafat vorgesehenen Nachfolger die Gefolgschaft zu verweigern. Mit offener Kritik an Arafat halten sich die Palästinenser noch zurück. Doch auf die Straße gehen sie für einen anderen, für den von Arafat entlassenen Sicherheitschef des Westjordanlands, Rajoub, der auch als aussichtsreichster Konkurrent des Palästinenserpräsidenten gilt. Es ist für palästinensische Verhältnisse neu, dass die Autorität Arafats so offen in Frage gestellt wird. Jedenfalls weigern sich die demonstrierenden Polizisten, mit dem Nachfolger ihres früheren Chefs zusammenzuarbeiten. Und der Entlassene selbst weigert sich, eine neue Aufgabe anzutreten. Jibril Rajoub, den sich sowohl die israelische als auch die amerikanische Regierung als Nachfolger Arafats vorstellen können, kann damit jedoch keine Punkte bei der Wahl nächsten Jahres machen. Sein Programm heißt Kampf gegen die Korruption, ein Ende der Selbstmordattentate. Er will politisch gegen Israels Besatzung vorgehen. Regierungschef Sharon führte Arafats Schwierigkeiten auch auf die israelische Wiederbesetzung fast aller palästinensischen Städte zurück. Nachdem es seither keine Selbstmordattentate mehr gab, soll diese Besatzung lange so bleiben. Auch ohne Arafat als Präsident steht es um die Zukunft der belagerten Palästinenser vorerst nicht besser. Nur 7% mehr Land, als sie heute bereits haben, sollen sie nach einem Geheimplan Sharons von Israel zurückbekommen. Unter diesen Umständen wären dann die radikalsten unter den Palästinensern, die Islamisten von Hamas, kaum mehr als neue Führer zu verhindern. In Afghanistan bleibt die Sicherheitslage gespannt. In Khost feuerten Unbekannte in der Nacht 4 Raketen auf den vom US-Militär genutzten Flughafen. Die Geschosse schlugen außerhalb des Geländes ein und richteten keinen Schaden an. In Kabul erhöhten die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen, eine Reaktion auf den gestrigen Mord an Vizepräsident Kadir. Kadir wurde heute in seiner Heimatstadt Jalalabad mit militärischen Ehren beigesetzt. Etwa 10.000 Menschen begleiteten den Trauerzug bis zum Grab. An der Feier nahmen auch mehrere Regierungsmitglieder teil. Kadir war in Kabul in einem Fahrzeug vor seinem Ministerium erschossen worden. Zu dem Attentat hat sich bisher niemand bekannt. AIDS breitet sich weiter aus. Der Leiter des UN-Programms zur Bekämpfung der Immunschwäche, Piot, fordert daher von allen Staaten, 3-mal so viel Geld wie bisher für den Kampf gegen die Krankheit auszugeben. Auf einer Konferenz in Barcelona wollen in dieser Woche Wissenschaftler und Politiker aus aller Welt über neue Behandlungsmethoden und die Vorbeugung beraten. Vor einer halben Stunde Eröffnungsfeier der 14. Welt-AIDS-Konferenz. 15.000 Wissenschaftler, Verbandsvertreter und Politiker aus reichen wie aus Entwicklungsländern. Manchen muss es wie Hohn vorkommen, wie die großen Pharmafirmen hier für ihre AIDS-Medikamente werben. Denn die Medikamentenkosten bis zu $10.000 im Jahr konnten vergangenes Jahr wohl 500.000 Menschen in den reichen Ländern aufbringen, aber nur 30.000 Menschen in den armen. In der westlichen Welt starben 25.000 Menschen an AIDS, in den unterentwickelten Ländern 2,2 Millionen AIDS-Tote. Unsere Firma will gemeinsam mit anderen Pharmaunternehmen jetzt den Karibikstaaten ein Angebot für Preisreduzierungen machen, sagt dieser Firmenvertreter. Von 90% Nachlass ist die Rede, doch ein Abkommen ist noch nicht unterschrieben. Jeder habe ein Recht auf Zugang zur Behandlung. Doch Rabatte seien der falschen Weg, meinten heute Abend Demonstranten. Die lebensverlängernden Medikamente blieben einfach zu teuer. Besser sollten die Konzerne die Lizenzen zu kostenloser Vorortproduktion freigeben. Weiter. In einem Land wie Uganda mit einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von $290 sind Preisreduzierungen einfach nicht genug. Das ist doch nur heißer Dampf von den Pharmafirmen. Sie wollen davon ablenken, dass 98% der Welt keinen Zugang zu einer solchen Medikation haben. Auf 10 statt 3 Milliarden Dollar muss man das UNO-AIDS-Programm aufstocken, so dessen Direktor, durch Geld aus den reichen Staaten. Dass sie nicht mehr helfen, ist für die Organisation Ärzte ohne Grenzen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Bei einem Brand in einem ukrainischen Steinkohlebergwerk sind mindestens 34 Bergleute ums Leben gekommen. Nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums in Kiew starben sie an Rauchvergiftung. Das Feuer in der Grube in der Region Donetsk sei am Morgen in rund 700 Metern Tiefe ausgebrochen. Mehr als 70 Bergleute konnten sich noch vor den Flammen in Sicherheit bringen. 6 Tage nach dem Flugzeugunglück am Bodensee sind alle 71 Todesopfer geborgen worden. Mehr als die Hälfte der Personen konnte nach Angaben der Polizei identifiziert werden. Die ersten 33 Leichen sollen noch am Abend mit einer russischen Maschine in ihre Heimatstadt Ufa im Südural übergeführt werden. Am frühen Nachmittag besuchte Bundespräsident Johannes Rau die Bodenseeregion. Gemeinsam mit Bürgermeistern, aber vor allem mit Vertretern der Rettungs- und Bergungsmannschaften wollte er sich über das Unglück informieren. Der Bundespräsident bedankte sich bei allen Helfern und vor allem bei den vielen Freiwilligen. Nun aber müsse man den Blick auch wieder nach vorne richten. Ich glaube, dass die Menschen hier in der Region jetzt nach diesem schrecklichen Geschehen, das lange nachwirken wird, wieder Zuversicht gewinnen können, weil es offenbar doch gelingt, die Ursachen dieses schrecklichen Geschehens bald auch zu klären. Zur gleichen Zeit in Friedrichshafen. Auf dem Flughafen landet eine russische Iljuschin, der Eastline. Mit diesem Flugzeug sollen am späten Abend möglichst viele Opfer in ihre Heimat zurückgebracht werden. Die Gerichtsmediziner arbeiten weiterhin fieberhaft an der Identifizierung der Toten. Den ganzen Tag über kommen Menschen zur Absturzstelle, um der Opfer zu gedenken. Namensschilder und Kuscheltiere liegen zwischen Blumengebinden und Kränzen. Bürger legen Blumen nieder und zünden Kerzen an. Zur Stunde wird an der Absturzstelle ein Feldgottesdienst abgehalten. Und der ist vor wenigen Augenblicken zu Ende gegangen. Es haben überwältigend viele Menschen hier teilgenommen. Über 2000, heißt es, aus Polizeikreisen sind hierher gekommen, haben einen ökumenischen Gottesdienst abgehalten. Der war eigentlich gewünscht, vor allen Dingen von den vielen Helferinnen und Helfern, die hier eine Woche lang Übermenschliches vollbracht haben. Und dieser Platz war mit Bedacht gewählt, denn hier begann alles und hier soll auch wieder Hoffnung keimen. In Zukunft, es soll wieder ein wenig Normalität hier um den Bodensee einkehren. Über meiner rechten Schulter kann man hinten sehen, ist ein Holzkreuz, ein provisorisches Denkmal aufgerichtet worden. In nächster Zeit möchte man überlegen, durch was es ersetzt werden soll. Wie gesagt, man möchte zurückkehren zur Normalität hier am Bodensee. Das sollte ein Punkt sein. Ab Montag möchte man möglichst wieder zum Alltag zurückkehren. Das wird sicher nicht möglich sein, noch einige Zeit dauern. Damit zurück nach Hamburg. Die Dimension des Hormonskandals bei Schweinefutter ist weiter unklar. Belgische Behörden fanden bei der dortigen Futtermittelfirma Bioland Materialien, die offenbar aus Irland stammen. Es wurden Untersuchungen eingeleitet. Bislang ist bekannt, dass Fleisch von 7500 Schweinen nach Deutschland geliefert wurde, vor allem nach Nordrhein-Westfalen. Die Schweine hatten Futter mit dem in der Mast verbotenen Wachstumshormon MPA bekommen. In Nordirland ist es zum Auftakt der alljährlichen Paraden des protestantischen Oranierordens zu Krawallen gekommen. In Dumcree nahe Portadown durchbrach eine Gruppe von jugendlichen Randalierern eine Barriere zum abgeschirmten katholischen Viertel. Dabei wurden mindestens 24 Beamte verletzt. An der traditionellen Parade protestantischer Nationalisten hatten mehr als 1300 Menschen teilgenommen. Der Weg durch den katholischen Teil der Stadt war, wie in den Vorjahren, von den Behörden verboten worden. Sowohl Bundeskanzler Schröder als auch Kanzlerkandidat Stoiber wollen sich nicht auf Zahlen festlegen, wenn es um den Abbau der Arbeitslosigkeit in den nächsten Jahren geht. Das machten sie bei einem Streitgespräch in der Bild am Sonntag deutlich. Schröder verwies auf die Vorschläge der von ihm eingesetzten Hartz-Kommission. Die Umsetzung werde eine neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt schaffen und Deutschland entscheidend voranbringen. Stoiber sagte, die Kommission habe zum Teil Vorschläge der Union übernommen, die in der Vergangenheit immer an der SPD gescheitert seien. Für den Arbeitsmarkt seien außerdem neue Wachstumsimpulse nötig. Mit indischer Musik und heiligen Mantras haben im westfälischen Hamm etwa 3000 Menschen Europas größten Hindu-Tempel südindischer Bauart eingeweiht. Zur Eröffnung des 700 Quadratmeter großen Gotteshauses waren 11 Gurus aus Sri Lanka und Indien angereist. Der Sri Kamachi Ampal-Tempel ist der Göttin mit den Augen der Liebe gewidmet und die Gemeinde erwartet täglich bis zu 300 Besucher aller Religionen. In Deutschland leben nach Schätzungen etwa 50.000 Menschen hinduistischen Glaubens.
Mehr als 1 Million Menschen haben in Köln an der weltweit größten Parade zum Christopher Street Day teilgenommen. 50.000 Homosexuelle demonstrierten für mehr Gleichberechtigung von Lesben und Schwulen in der Gesellschaft. Auch viel Politprominenz wie Grünen-Chefin Roth und Bundesaußenminister Fischer waren beim Umzug und der Abschlusskundgebung dabei. Die Parade, die an den Beginn der homosexuellen Bewegung 1969 erinnert, hatte in diesem Jahr mehr Zuschauer als der traditionelle Rosenmontagsumzug im Karneval. Erik Zabel trägt gleich zu Beginn der diesjährigen Tour de France wieder das grüne Trikot. Der zweite Platz bei der ersten Etappe in Luxemburg reichte ihm zur Führung in der Punktewertung. Erik Zabel hatte heute viel zu feiern. Vor dem Start seinen 32. Geburtstag, nach dem Ziel die Ehrung zum wieder einmal besten Sprinter auch dieser Tour de France. Aber der Sieg auf der ersten Etappe über 192,5 Kilometer mit Start und Ziel in Luxemburg blieb ihm versagt, trotz aller Bemühungen seiner Mannschaft. Beim letzten Anstieg zum Zielstrich konnte sich der Schweizer Rubens Bertoliatti vom Telekom Express absetzen. Der Außenseiter gewann vor Erik Zabel und dem Australier Robbie McEwen. Die Attacke war clever und er war auch stark. Insofern hat er uns alle ein bisschen überrascht und das passiert einfach. Für Rubens Bertoliatti war es der bisher größte Erfolg seiner Karriere. Mit dem Sieg heute übernahm er vor der morgigen Etappe nach Saarbrücken auch das gelbe Trikot des Führenden in der Gesamtwertung. Der große Preis von Großbritannien in Silverstone, eines der chaotischsten Rennen der Formel-1-Geschichte. Beim Vorstart blieb Rubens Barrichello stehen. Der Brasilianer musste das Rennen von ganz hinten aufnehmen. Vorne Montoya, vor Michael Schumacher und Ralf Schumacher. So ging es auch in die erste Kurve. Nach 12 Runden der große Regen. Michael Schumacher entschied sich für Intermediate-Reifen, Montoya für Regenreifen. Ferrari hatte richtig gepokert, fast problemlos das Überholmanöver des Weltmeisters. Bei einigen Teams an der Box das große Chaos. Am Ende Michael Schumacher vor Rubens Barrichello, der von Position 21 fast ganz nach vorne fuhr, dritter Montoya. Bereits beim nächsten Rennen in Frankreich könnte Michael Schumacher zum 5. Mal Weltmeister werden. Die weiteren Positionen der deutschen Fahrer: Nick Heidfeld wurde 5., Ralf Schumacher 8., Heinz-Harald Frenzen schied aus. 15 Jahre nach Pat Cash durfte er den Pokal von Wimbledon aus den Händen des Herzogs von Kent in Empfang nehmen. Der jüngste Wimbledon-Sieger seit Boris Becker und im Moment die absolute Nummer 1 im Herrentennis. Der Hengst Next Desert unter Andras Starke hat das 133. deutsche Galoppderby gewonnen. Vor 40.000 Zuschauern liefen in Hamburg zwei weitere Pferde des Kölner Trainers Schütz auf die Plätze. Wer auf Next Desert gesetzt hatte, bekam 36 Euro für 10. Das siegreiche Team kassierte rund 380.000 Euro. Für Champion-Jockey Starke und seinen Trainer war es der dritte Derby-Sieg nach 1998 und 2000. Die Lage in den Überschwemmungsgebieten im Süden Texas bleibt weiterhin gespannt. Im Uferbereich des Flusses Guadalupe wurden Häuser und Fahrzeuge von den Wassermassen mitgerissen. Bei den Überschwemmungen sind bislang 7 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 4.000 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. US-Präsident Bush hat 10 Bezirke seines Heimatstaates zum Katastrophengebiet erklärt. Versicherungsexperten beziffern die Schäden auf mehrere 100 Millionen $. Die Überschwemmungsgefahr für ein italienisches Gebirgstal unterhalb des Monte Rosa ist vorerst gebannt. Wegen ungewöhnlich hoher Temperaturen hatte sich am Fuß des Gletschers ein 16 Hektar großer Schmelzwassersee gebildet, der überzulaufen drohte. Der italienische Zivilschutz hat inzwischen damit begonnen, einen Teil der 3,3 Millionen Kubikmeter Wasser abzupumpen. Die sinkenden Temperaturen haben das Abschmelzen des Gletschers verlangsamt. Trotzdem bleiben im Dorf Macugnaga etwa 1.000 Bewohner und Touristen von den Wassermassen bedroht.